Slobodan Milosevic hat viele Gesichter. 1989 begann sein Kreuzzug zur Eroberung des Kosovo. Er hob den Autonomiestatus auf und predigte den serbischen Nationalismus. 10 Jahre sind seitdem vergangen. 3 Kriege hat Milosevic inzwischen verloren. Sein Reich bröckelt ihm weg. Nur eines hat er zu bewahren gewusst, seine politische Macht. Seine politischen Gegner hat er niedergeknüppelt, seine Weggefährten fallen gelassen oder begnadigt, je nach Bedarf.